Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben. Wir sprechen heute über was Spannendes und zwar, so verkaufst du richtig am Telefon. Genau das. Es geht um Telesales, denn Telesales ist ein wichtiges Bestandteil in so der gesamten Vertriebsklaviatur, im Vertriebsprozess. Wir wollen es ja so machen, dass es dir gelingt, dass du über das Internet maximal automatisiert Kunden gewinnst. Dazu sind wir am ersten Schritt, haben wir irgendwie so die erste Ebene Traffic, also Reichweite. Dann kommt die zweite Ebene, auf der du den Traffic, also die Besucher deiner Seiten, in Interessenten verwandelst, also E-Mail-Adressen. Dann kommt E-Mail-Marketing. Und mit E-Mail-Marketing versuchst du, diese Menschen hinzuführen, zum Beispiel zu einem Telefonat. Und an der Stelle wird es spannend, denn Telesales ist und bleibt aus meiner Sicht eines der Hauptvertriebsinstrumente. Das war früher schon so und das wird aus meiner Sicht auch so bleiben. Natürlich, wenn du jetzt hart im E-Commerce unterwegs bist, Amazon oder Zalando oder so, die müssen jetzt keinen Telesales machen. Ne? Aber für alle anderen, da mag es ja auch noch Geschäfte geben, die sind nicht im E-Commerce. Und die haben vielleicht ein bisschen hochpreisigere oder erklärungsbedürftigere Produkte oder Verbrauchsartikel. Alles, was ich euch jetzt sage, in diesem Video und in den fortfolgenden, wir machen nämlich so eine kleine Serie jetzt hier zum Thema Telesales, kommt aus der Praxis. Ich liebe Telesales. Und vielleicht mal so ein paar Fakten. Tatsächlich war Telesales der erste Kanal, den ich gelernt habe, damals so, in meinen letzten 20 Jahren Unternehmertum. Und mittlerweile habe ich einen ganz brauchbaren Track Record. In meinem Kosmetik-Großhandel Mara Cosmetics habe ich in der Spitze, das können wir vielleicht auch mal einblenden, hier einen Auszug, ungefähr 6 Millionen Euro Telesales-Umsatz pro Jahr gemacht. Dann hatte ich in unserer Beteiligung Audi Bene, Europamarktführer für Hörgeräteverkauf. Da bin ich an Bord gekommen, da hatten wir, glaube ich, 2 Telesales-Leute. Als ich gegangen bin, hatten wir 200. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 1500 Leute im Telesales. Also wissen so ein bisschen, wovon wir da sprechen. Und bei mehr Geschäft habe ich in den letzten Jahren auch weit über 30 Millionen Euro Telesales-Umsatz generiert, hier zusammen mit dem Team. Also du kannst dich darauf einlassen, dass alles, was wir besprechen, aus der Praxis kommt. So, dieses Video hier werden wir unterteilen in ein bisschen was, was ich euch hier an meinem Schreibtisch erkläre. Und danach gehen wir gleich in Flipchart und da erkläre ich dir das ein bisschen weiter. Das Ziel ist, dass du das in deiner eigenen Praxis anwenden kannst. Okay? Und worüber möchte ich sprechen? Ich möchte sprechen über drei Dinge. Das eine ist, und damit fangen wir an, Telesales beginnt aus meiner Sicht mit dem richtigen Mindset für Telesales. Das zweite ist der Aufbau deines Telesales-Skriptes, also deines Leitfadens. Wie bauen wir den auf? Und das dritte ist dann, wir tauchen in die einzelnen Bestandteile dieses Leitfadens mal ein. Nochmal, das ist eine mehrteilige Serie. Das heißt also, schau mal, ob zu dem Zeitpunkt, wo du es jetzt guckst, die anderen Teile schon hier verfügbar sind. Dann klick dich der Reihe nach durch, nimm dir was zu schreiben, arbeite richtig mit, damit du das Maximum rausholen kannst. Und falls die anderen Teile jetzt noch nicht da sind, dann keine Sorge, die kommen jetzt wöchentlich hier auf diesem Kanal von Mehr Geschäft. Also hier klick auf Abonnieren jetzt schon mal und aktiviere die Glocke. Dann stellst du sicher, dass du auch die anderen Teile siehst und sie dir rechtzeitig angezeigt werden. Also, womit beginnen wir? Ich möchte beginnen mit Mindset. Denn das ist wichtig, denn wie bei allem in deinem Geschäft, so gilt auch bei deinem Mindset, es ist mindestens genauso fundamental wichtig für deinen Erfolg wie das richtige Wissen. So. Und aus meiner Sicht ist unternehmerischer Erfolg ja immer ein Bestandteil aus drei Sachen. Mindset, Execution und Wissen. Du brauchst das richtige Wissen, weil wenn je mehr du weißt, desto mehr wirst du verdienen. Du brauchst die richtige Umsetzung, weil nur dadurch kriegst du PS auf die Straße, aber du brauchst das richtige Mindset, damit du die anderen beiden Sachen wirklich auch richtig umsetzen kannst. Und du kannst also aus meiner Sicht sagen, erfolgreich bist du, wenn du die richtigen Dinge, also gleich was, auf die richtige Weise, gleich wie und mit der richtigen Einstellung, gleich Mindset tust. Was, wie und Einstellung. Und Einstellung ist das Mindset. Und das richtige Mindset im Bereich Telesales, das können wir, wenn du willst, in drei Dinge unterteilen. Lass uns da mal reinzoomen. Das erste ist Durchhaltevermögen. Für Telesales brauchst du Durchhaltevermögen. Telesales kannst du ja grundsätzlich unterteilen in kaltes, Cold Calls, also du rufst kalte Kontakte einfach an, also einfach anrufen und sagen, guten Tag, ich bin, wollen Sie kaufen? Oder du hast warme Kontakte, das ist natürlich viel schöner. Da haben Menschen sich bei dir gemeldet und gesagt, ja, guten Tag, ich hätte Interesse an einem Gespräch. Wenn du die Anleitung von Mehr Geschäft verfolgst, die wir auch hier auf dem Kanal geben, dann siehst du, dass ich eher ein Freund von diesen warmen Kontakten bin und dir auch empfehle, deinen Vertriebsprozess so aufzubauen, dass die Leads sich bei dir melden, auf dem Elfmeterpunkt sind und sagen, ja, bitte ruf mich mal an.
Wie das geht, siehst du hier in den Videos. Wie das geht, siehst du bei uns im Basic Builder, den wir ja gratis dir schenken. Findest du auch unter dem Video den Link, kannst mal draufklicken und dir das Ding holen. Also lass uns doch mal vielleicht von diesem schönen Fall ausgehen, dass du warme Kontakte hast. Aber erst recht, wenn du kalte Kontakte hast, so richtig klassisch Klinkenputzen am Telefon, ist Durchhaltevermögen ganz, ganz wichtig. Warum? Weil ich sage ja immer, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Das ist gut, aber Achtung, mehr Kontakt bringt auch mehr komische Menschen. Und das ist tatsächlich so. Im Telesales erlebst du die verrücktesten Dinge. Da sprichst du mit Menschen, wo du das Gefühl hast, wo haben sie den denn freigelassen? Ernsthaft, auch was wir hier zum Teil erleben, das ist, da halte ich es mit meinem alten Spruch, nicht ärgern, nur wundern. Da kannst du dich nur wundern. Und hier ist es wichtig, dass du mit der richtigen Einstellung rangehst und durchhältst. Je mehr Menschen du sprichst, desto höher ist auch der Anteil derer, wo du sagst, oh, das war mir jetzt unangenehm. Oh, das war aber jetzt sehr zum Wundern. Lass dich davon nicht unterkriegen. Es gehört dazu. Das ist ganz normal. Das ist wie wenn du, weißt du, die Straße ins Paradies hat auch ein paar Schlaglöcher. Ja, sehr philosophisch, aber so ist das nun mal. Und die Schlaglöcher gehören dazu. Es führt zwar ins Paradies, aber die Schlaglöcher gehören dazu. Und das ist das genau. Auf dem Weg zum Erfolg hast du Schlaglöcher. Bei Telesales sind das Gespräche, die nicht schön sind. Da wirst du vielleicht auch beschimpft, da wirst du abgelehnt. Da wird gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Das ist einfach hochgradig negativ. Wichtig ist, dass du das einfach abschüttelst. Du sagst, pff, interessiert mich nicht. Weil die attackieren ja nicht mich, die kennen mich gar nicht. Das heißt also, Durchhaltevermögen ist der Schlüssel. Das zweite ist die richtige Denkweise. Die richtige Denkweise, dafür bist du verantwortlich. Baue positive Loops auf. Was meine ich damit? Schau mal, du bist mit deinem Denken dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Wenn du also denkst, oh nein, schon wieder irgendein Kontakt, der wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, dass ich ihn jetzt anrufe, dann wirst du dich auch so fühlen. Und so wie du dich fühlst, so wirst du auch handeln. Und so wie du handelst, diese Ergebnisse hast du dann auch schon. Das heißt also, du bist mit ganz vorne deinem Denken verantwortlich für die Ergebnisse, die du hast in deinem Leben. Deswegen baue dir selber positive Loops auf. Das gilt natürlich im Telesales umso intensiver wie im Rest des Lebens, weil du eben tatsächlich mit Menschen zu tun hast, die zum Teil sagen, boah, stör mich nicht, nee, keine Zeit, nee, kein Bock, nee, ich habe mich da falsch eingetragen, lassen Sie mich in Ruhe. Also du kriegst Ablehnung, also bist du dafür verantwortlich, dir selber diese positiven Loops in deinem Kopf aufzubauen und dich einfach vor jedem Gespräch wieder in den State zu bringen. Und zu sagen, yes, wieder ein cooler Kontakt, ich freue mich drauf, mal sehen, wie ich den jetzt hier begeistern kann. Hey, sorry für die ganz kurze Unterbrechung. Es geht gleich sofort weiter mit dem Video, versprochen. Aber das hier ist wirklich spannend für dich. Warum? Wir feiern 60.000 Abonnenten Special bei Mehr Geschäft und sagen Dankeschön. Wie sagen wir Dankeschön? Mit einem fetten Gewinnspiel. Und zwar kannst du gewinnen unser neues Produkt. Wir blenden das hier ein. Coaching Business Komplettsystem. Das ist für Coaches, Experten, Trainer, Speaker, Berater. Und dann interessant, wenn du mit deinem Coaching Business innerhalb von 12 Monaten siebenstellig werden möchtest. So, das geht. Das Produkt hat einen Wert von 2.997 Euro. Kein Scherz, das ist der offizielle Preis, für den wir es verkaufen. Und das verlosen wir einmal. Wie funktioniert das? Du kannst mitmachen, indem du ganz einfach Folgendes machst. Du abonnierst uns hier den Kanal von Mehr Geschäft hier auf YouTube. Einfach jetzt auf Abonnieren klicken. Du gibst diesem Video einen Daumen nach oben und kommentierst dieses Video. Und jetzt kannst du eine doppelte Gewinnchance noch erhalten, tatsächlich. Die doppelte Gewinnchance kriegst du wie folgt. Folge uns auf Instagram. Geh auf Instagram, Mehr Geschäft, und folge Mehr Geschäft. Und schreib uns dann eine Nachricht. Mit Achtung, Hashtag CBKS. Wir haben das ja eingeblendet. Und dann bist du im Topf und hast ganz heiße Gewinnchancen auf dieses 3.000 Euro Coaching-Produkt. So. Die Gewinnerin, der Gewinner wird bekannt gegeben auf Instagram am 30. Juli 2022 und mach mit, also hier Kanal abonnieren, kommentiere dieses Video, geh auf Instagram, abonniere den Kanal von Mehr Geschäft, schreib uns Hashtag CBKS, eine Nachricht, und dann hast du ganz tolle Chance zu gewinnen. Jetzt geht weiter mit deinem Video. Das ist wichtig, das ist über deine Verantwortung. Das kannst du selber cool tun. Es wird keine Fee um die Ecke kommen und sagen, so, hier ist ein bisschen Portion gute Laune, hier ist ein bisschen Portion Motivation, jetzt kannst du wieder. Nein, das machen wir mit uns selber. Kleiner Tipp, bring dich in den State. Tony Robbins sagt, make your move, einmal raus aus dem Kopf, rein in deinen Körper, ändere mal den Standpunkt, mach deine Power Pose oder aber geh auf YouTube, zieh dir ein kurzes Motivationsvideo rein, egal, irgendwas, was dich pusht, damit du wieder im richtigen State bist. Das ist die richtige Denkweise. Und dann das dritte im Mindset für Telesales ist Ablehnung ertragen. Du musst einfach mit Ablehnung klarkommen. Das ist aber was, was tief in uns verankert ist, was wir nicht wollen. Ablehnung zu ertragen ist aber der Schlüssel.
Und hier ist mein Tipp an dich an dieser Stelle. Denke in Rollen. Wenn du jemanden anrufst und du gehst in die Telesales, dann rufst nicht du als Person da an, sondern die Rolle, in der du bist. Guck mal in den USA, da habe ich schon ganz oft so Menschen an der Straße gesehen, die zum Beispiel irgend so ein Schild schwingen. Ey, hier, komm in unsere Waschstraße. Die stehen an der Ampel und schwingen so ein Schild. Kennst du die? Sign Spinners heißen die. Das ist ein eigener Berufsstand. Und da habe ich letztens einen gesehen, der hatte ein Hühnerkostüm an. Es war warm, der stand an der Straße im Hühnerkostüm, hat sich wirklich dann den Arsch abgeschwitzt und stand da und schwang ganz selbstbewusst und glücklich dieses Schild von der Waschstraße. Und da saß ich und habe gedacht, boah, krass, also das ist der Unterschied zwischen Amerikanern und uns. In Deutschland wird es keiner machen, weil wir total einfach Angst hätten, was denken denn die Leute an der Ampel von uns und oh, da werden wir abgelehnt, da werden wir ausgelacht. Dem Amerikaner ist das egal. Jetzt können wir dann sagen, ja klar, weil die alle doof sind. Nee, gar nicht. Die haben verstanden, dass Verkaufen bedeutet, du gehst in eine Rolle. Und wenn du ausgelacht wirst, wirst nicht du als Person ausgelacht, sondern die Rolle. Und das ist was mir geholfen hat, diese Denkweise, das auch für mich anzunehmen, weil ich natürlich auch nicht gerne Ablehnung kriege. Aber wenn du weißt, ey, ich als Mensch werde ja gar nicht abgelehnt. Die Person, die jetzt gerade unfreundlich zu mir am Telefon war, die war ja nicht unfreundlich zu mir, weil ich Pascal bin, sondern weil ich die vielleicht gerade in einer falschen Situation erwischt habe, weil die, keine Ahnung, was schlecht drauf ist. Weil irgendwas ist, aber in deren Welt, nicht bei mir. Und weißt du, es gibt doch dieses Bild, wenn jemand zu dir kommt und möchte dir ein Geschenk geben, sagt, hier, das schenke ich dir. Und du sagst, nö, nehme ich nicht an. Wem gehört dann das Geschenk? Ja, immer noch der Person, oder? Genau. Und das Gleiche ist es bei negativen Dingen. Wenn jemand zu dir kommt und dich beschimpft, zum Beispiel bei den Telesales, und du aber einfach sagst, nehme ich nicht an. Wer hat dann die Beschimpfung? Ja, doch immer noch der sie geben wollte und nicht du. Und das ist das, was ich meine. Ablehnung, Ertragen, das hat viel mit Mindset zu tun. Das war erstmal so das grundsätzliche Einleitende zum Thema Telesales, Mindset. Das nächste, worüber ich mit dir sprechen möchte, sind Phasen. Was meine ich damit? Lass uns doch jetzt mal reinzoomen in den Telesales Leitfaden. Ein Leitfaden ist ein System, also gleich eine Beschreibung, eine Anleitung. Idealerweise sehr klar und praxiserprobt, sodass du eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter nehmen kannst. Du gibst der Person diesen Leitfaden und sagst, hey, arbeite danach. Und dann ist die Person erfolgreich. Da bin ich ein Freund von. Das empfehle ich dir auch. Erstelle einen Leitfaden. Jetzt aber kommen wir an eine Weiche, an einen Punkt, bei dem wir Weg A oder Weg B gehen sollten. Weg A ist der Weg, bei dem jeder einzelne Satz, jedes einzelne Wort in diesem Leitfaden minutiös vorgegeben ist. Ganz enges Korsett, halte dich daran. Oder Weg B ist, du hast zwar auch einen vorgegebenen Leitfaden, aber der ist nicht so sehr in vorgefertigten Sätzen und Worten, sondern in Phasen, wie eine Art Navigationssystem. Und ich möchte es direkt sagen, für die allermeisten Geschäfte bin ich eher ein Freund von Leitfäden, die in Phasen aufgeteilt sind. Das heißt, wenn du das möchtest, gebe ich dir den Tipp, unterteile deinen Telesales-Leitfaden in Phasen. Phasen sind deswegen gut, weil sie A, funktionieren wie eine Art Navigationssystem, wo dann steht, okay, 500 Meter geradeaus, dann rechts abbiegen, nach 27 Kilometern die linke Abzweigung nehmen und so weiter. Das sind Phasen. Und das ist der erste Vorteil. Die dienen wie so eine Art Navigationssystem, an das kannst du dich eben halten und weißt, okay, ich komme über diese Phasen sicher zum Ziel, in dem Falle Verkaufsabschluss. Der zweite Vorteil ist der, dass durch Phasen es den Leuten bei dir im Team ermöglicht wird, authentisch zu sein. Denn was ich oft erlebe, ist, dass wenn Gesprächsleitfäden komplett Wort für Wort vorgegeben sind, wirkt das schnell auch unauthentisch. Ne? Dann schlüpft man irgendwie in so eine, das sind dann Worte, das sind gar nicht meine Worte. Also die würde ich so nie benutzen und dann fühle ich mich damit unwohl und dann bin ich nicht authentisch. Und mein Gegenüber merkt das und das Ergebnis sind schlechtere Quoten. Das heißt also, meine Empfehlung lautet, unterteile deinen Telesales-Leitfaden in Phasen. Und so mache ich das immer. Egal in welchem Unternehmen ich das entwickelt habe, ich habe immer erst in Phasen gedacht. Ich habe gesagt, okay, welche Phasen sind denn das? Und wenn ich diese Phasen habe, dann ist das wenn ich ein Buch schreibe. Das sind meine Kapitel. Also mache ich mir erst eine Kapitelstruktur, also eine Phasenstruktur. Und dann gehe ich in die feinere Gliederung. Nehme ich mir jede Phase vor und sage, okay, was hat die denn für Unterpunkte? Aber das sind auch keine vorgefertigten Formulierungen, sondern es sind Unterpunkte. Und dann gibt es sehr, sehr wichtige Unterpunkte. Da gehe ich dann tatsächlich in vorgefertigte Formulierungen. Aber nicht in allen, sondern nur in den ganz entscheidenden. So, und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt an, wie sind diese Phasen, die wir selber nutzen,
erstmal, wie sind die Phasen grob aufgeteilt? Und dann gehen wir in den entscheidenden Phasen mal zusammen rein und da gebe ich euch die Unterpunkte, sodass ihr die nutzen könnt und du selber für dich, für deinen eigenen Sales-Leitfaden benutzen kannst oder deinen bestehenden Sales-Leitfaden damit anreichern kannst. Das ist die Idee. Dazu gehe ich jetzt ans Flipchart, aber das seht ihr im nächsten Teil hier, und zwar nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag erscheint die nächste Folge. Entweder tatsächlich jetzt für dich gerade nächsten Sonntag oder aber die sind schon online und du siehst sie jetzt hier und dann klickst du einfach auf Teil 2 unserer Telesales-Serie. Von daher, wenn dir es bisher gefallen hat, gib mir mal einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne deinen Kommentar, wie so deine Erfahrungen mit Telesales sind. Abonniere den Kanal von Mehr Geschäft. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao!